Ja, grüß euch, liebe Leute. Ja, heute sitze ich in einem wunderschönen Hernalser Park auf einem bequemen Bankerl vor einem stabilen Tischerl, dass ich nicht umfallen beim Lesen. Ich bin jetzt schon durch, leider habe ich meine Bierdosen daheim vergessen. Egal, nach der Lesung gehe ich sofort zum nächsten Wirt, gleich dahinter, der hat ja ein super Bier. Also ich gebe einmal Gas. Ah ja, das muss ich nicht erzählen, bevor ich zum Lesen anfange. Das ist jetzt der vierte oder fünfte Parkabschnitt, wo ich endlich meine Ruhe habe. Ja? Weil früher sind wir zig Leute total am Arsch gegangen. Ja? Und Hund und weiß ich was alles. Ja? Jetzt habe ich endlich meine Ruhe. Also ich fange an. Also die Lesung heißt Job zwischen die Lanz. Derzeit bin ich Lagerarbeiter von Beruf. Fein, was? Früher war ich Hausgärtner, Brieftrager, Autolackierer, Bauhackler, Stallknecht, Möbelpacker, Hilfskoch, Zeitschriftenkeuler, Straßenkehrer etc. Ich hab schon so viele Jobs gehabt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich überall gekakelt hab. Aber ein Job wird mir ewig im Gedächtnis bleiben. 1986 war ich Herrenmodeverkäufer im Kaufhaus Herzmanski auf der Marüferstraße. Ein Obekaufhaus, dazumals. Eh nur zwei Wochen, weil dann habe ich ihn weitergekriegt. Sprich, ich bin fristlos entlassen worden. Weil angeblich in einen sauteuren Herrenhut eingebrunzt habe. Stimmt. Ich habe ein paar Bier gesoffen in der einstündigen Mittagspause. Aber in einem Herzmanski-Hut habe ich nicht laut. Ich habe lediglich in der Herrenmodeabteilung den Spiegel in einer Umkleidekabine anbrunst. Und das hat keiner gesehen. Nicht einmal der froschäugige Kaufhausdetektiv. Weil nämlich der Kabinenvorhang blickdicht zugezogen war. Ich glaube, dass der alte blade Herrenmodeverkäufer Gustav, der mich von Anfang an nicht leiden hat können, am Kunden-WC in der Scheißkabine in den sauteuren Hut geschifft hat, damit zum Abteilungsleiter gegangen ist und ihm gesagt hat, dass ich das gemacht habe, weil ich ein Biersäufer bin, der einen oder anderen Druck auf der Blodern hat. So war's, da bin ich mir todsicher. Schade, dass ich damals den Heidelratzen Gustav nicht die Goschen eingehaut habe. Jetzt ist spät. Entweder brunst sich der Ex-Herrmodeverkäufer in einem Pflegeheim andauernd an, oder sein Brunstzunfall haben längst die Wirm gefressen am Zentralfriedhof. Scheiß der Hund drauf. Ah ja, das hätte ich beinahe vergessen zu erzählen. Passt auch zu meiner Jobkarriere. 1981 war ich beim Bundesheer. 8 Monate Präsenzdiener in der Götzendorfer Kaserne, sprich in der Funker- und Fernmeldekompanie tätig. Ja, und dort habe ich eines Nachts im Kompanieblock in einem Viermannzimmer am Bundesheer geilen Treiten in Höhenbrunst. Ich war total angesoffen und habe einen voll rausgehabt auf den arschkräuterischen Teppichsternträger. Kurzum, der superbrave Freiter ist nächsten Tag in der Früh mit dem Brunshöhen zum Kompaniekommandanten gegangen. Und ich habe 8 Tage ordnungshaft ausgepasst. Danke fürs Zuhören. Habe die Ehre.